Der Winter steht schon vor der Tür und bald wird es höchste Zeit, die Skier auszupacken, um auf die Piste zu gehen. Damit ihr den perfekten Winterurlaub genießen könnt, zeigen wir euch die besten Skigebiete in Deutschland. Erstens: Garmisch-Partenkirchen. In Oberbayern befindet sich das höchste Skigebiet Deutschlands, denn es liegt direkt an der 1962 Meter hohen Zugspitze. Auf den 40 Pistenkilometern können sich hier Anfänger sowie Profis auf den Skiern oder dem Snowboard austoben. Zweitens: Winterberg. Im Sauerland an dem Berg Kahler Asten befindet sich das Skiliftkarussell Winterberg. Mit insgesamt 7 Bergen werden hier 34 Abfahrten geboten, die sich auf rund 27 Pistenkilometern erstrecken. Drittens: Bayerischer Wald. Das Skigebiet zählt zu den beliebtesten und modernsten Familienskigebieten. Aufgrund der idealen Wetterlage sind hier die Schneebedingungen sehr gut, wodurch das Gebiet zu einem echten Schneeparadies wird. Auf einer Pistenlänge von 10 Kilometern ist hier für alle etwas dabei. Viertens: Oberstdorf. Direkt an der österreichischen Grenze befindet sich das Skigebiet von Oberstdorf, wo es mit einer Länge von 7,5 Kilometern die längste Talabfahrt Deutschlands gibt. Mit den 130 Pistenkilometern ist die Auswahl der Abfahrten sehr groß.